Was sind denn so die bedeutendsten Hauptfehler, die da immer wieder auftauchen im Rahmen der Pensionszusagen? Ja, im Rahmen von Mustertexten, die teilweise im Internet verfügbar sind oder aus anderen Quellen kommen, sind immer wieder sogenannte Widerrufsklauseln beispielsweise eingebaut, die natürlich dann Sinn machen können, wenn die Firma in Schieflage gerät. Umgekehrt muss man sich natürlich im Klaren sein, wenn es um die Versorgung der beteiligten Organpersonen geht, dass auch ein dann eventuell bestellter Insolvenzverwalter sich diese Klauseln zunutze machen kann und damit die Altersversorgung für den Inhaber widerrufen werden kann. Im Zusammenhang mit der Insolvenz ist natürlich auch immer wichtig, das Aktivvermögen, das zur Rückdeckung einer Pensionszusage vorhanden ist, ordnungsgemäß zu verpfänden. Hier sind oftmals auch Fehler zu finden, dass beispielsweise der Zugriff von Banken auf Rückdeckungsvermögen ermöglicht wird. Diese Punkte können wir beraten und offenlegen.